gut. Ja. Legen wir mal los, hä? Nach Set, ne? Ich muss in 5 Minuten kurz zum Backofen, aber ist ja kein Problem. Du musst in 5 Minuten schon fertig sein, das wird aber knapp. Nein, kurz zum Backofen, kurz Backofen runterdrehen, aber ist kein Problem, ich bin ganz leise. Ja. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Herzlich willkommen, Kate. Hallo. Herzlich willkommen, Chris. Hallo. Und ich freue mich auch sehr, dass ich wieder mit dabei bin. Hier ist der Erik. Hallo, Erik. Hallo. wir haben einen bunten Blumenstrauß an Filmen und Serien für euch mitgebracht. Und wir beginnen gleich mal mit der Sneak Preview der vergangenen Woche. Hier war ich ja seit längerer Zeit, der Chris war ja pflichtbewusst, war ja in den Sneaks, ich war bloß nicht. Ja, einer muss ja. Und deswegen kann ich auch den Film tatsächlich mal vorstellen. Hier hatten wir diesen Film, der ja so ziemlich in jedem Land einen anderen Titel hat, was wahrscheinlich für den Film spricht, weil man ihn lokal adaptieren will, keine Ahnung. Im Deutschen heißt er Lieber Antoine als gar keinen Ärger. Originaltitel im Französischen En Liberté. Im Englischen The Trouble With You und wahrscheinlich hat er auch in Schweizerdeutsch und in Italienisch nochmal andere Bedeutungen, irgendwie, keine Ahnung. Ein Film, in dem wir Audrey Tautou mal wieder sehen, in einer größeren Nebenrolle, die wir erkennen aus Die fabelhafte Welt der Amélie. Die anderen Darsteller und der Regisseur waren mir allesamt nicht geläufig. Entschuldigung. Ich glaube, Chris muss jetzt an den Herd seinen Kuchen. Nein, mein Handy hat gerade Handyweitwurf gespielt. Oh, Entschuldigung. Hey, nicht kaputt machen. Schrottweitwurf, tägliche Mission. Pierre Salvadori hat die Regie geführt und Adèle Haenel spielt die Hauptrolle und Pio Marmaille spielt mit. Und in dieser, es wird hier umschrieben als Tragikkomödie, stirbt ganz am Anfang. Nee, Entschuldigung. Ja doch, stirbt, aber wir sehen es nicht. Nee, also da ist eine Trauerfeier und einer der Polizeichefs dort oder Abteilungsleiter, der ist verstorben und da ist ein riesen Brimborium, in Marseille ist das und so und seine Frau ist mit ihrem Kind bei dieser Trauerfeier und vorher hat sie ihrem Kind, sehen wir, wie sie ihrem Kind immer noch so Geschichten vorm Einschlafen erzählt, wie toll ihr Vater war. Das sieht so ein bisschen Bad Boys-mäßig aus, wie in dem Film, so richtig, so ganz wild. Und die Verbrecher werden da zur Strecke gebracht und jeden Abend erzählt sie wieder eine neue Geschichte. Und das Ganze geht so lang, bis sie dann mal von dem, Partner ihres verstorbenen Mannes, so was sagen wir so, bis sie von dem Partner, der mit ihm einige Fälle gelöst hat und unterwegs war, erfährt, dass der wohl nicht ganz astrein war und da wohl auch Bestechungsgelder angenommen hat und nicht so ganz koscher war. Und dann hinterfragt sie das alles mal ein bisschen und dann fällt dir plötzlich auf, huch, dieses riesige Haus, was wir haben, dieses luxuriös eingerichtete Haus, diese vielen Schmuckgegenstände, wertvollen Sachen, das soll er sich wirklich mit dem kleinen Gehalt eines Polizisten geleistet haben und sie neigt dann auch zu diversen Kurzschlussreaktionen, indem sie Sachen einfach ins Klo schmeißt, weil sie das nicht mehr sehen kann. Und sie macht sich dann noch so ein bisschen auf die Suche oder sie recherchiert dann so ein bisschen, was da alles so gewesen ist. Speziell bei diesem Juwelenraub, wo offensichtlich das Teil, was sie bekommen hat, da eine Rolle gespielt hat, was sie von ihm geschenkt bekommen hat. Und findet raus, dass dafür jemand verknackt worden ist, der offensichtlich unschuldig war. Und dieser Unschuldige kommt in wenigen Tagen aus dem Gefängnis raus. Und sie arbeitet ja selber auch bei der Polizei, ne? Ja, genau, sie arbeitet selber. In der gleichen Abteilung. Und genau, sie ist aber freigestellt, weil sie eben das noch alles ein bisschen verarbeiten muss. Hui. Kurz zum Kuchen. Hast du einen Spoink gefangen? weil sie das alles verarbeiten muss und sie beschließt dann diese Zeit zu nutzen, in der sie freigestellt ist, um diesen Typen zu beobachten, der da aus dem Knast kommt. Und dieser Typ, der aus dem Knast kommt, der saß nun
einige Jahre unschuldig im Knast und sagt dann sich, okay, jetzt habe ich so lange für nichts im Knast gesessen, jetzt lasse ich die Sau raus, jetzt mache ich eigentlich alles, wofür ich verknackt worden bin, weil ich habe ja eh schon dafür gesessen, also so nach dem Motto, ich darf das ja jetzt machen, und fängt dann an, irgendwie kleine Geschäfte auszurauben und sowas, und das beobachtet sie halt alles, und sie kommt ihm auf dieser Beobachtung auch so ein bisschen näher, weil er springt dann auch mal ins Wasser und sie rettet ihn dann und so, weil er da in eine kleine Sinnkrise geraten ist, und ja, es entwickelt sich dann noch so ein bisschen mehr draus aus ihr, und sie ist aber auch in so einen Typen verliebt von dem Polizeirevier, mit dem sie da was anfängt, so langsam aber sicher, weil es jetzt dann doch schon eine Weile her, dass ihr Mann verstorben ist, und ja, typisch französischer Film dann halt, dann ist so ein bisschen so eine Dreiecksgeschichte auch drin, und ja, was sich alles so ein bisschen nach einer netten, coolen Geschichte anhört. Achso, Audrey Tautou, die ich anfangs erwähnt hatte, die spielt quasi die Frau, die auf Freundin. Diesen... Die Frau, also seine... Freundin. Eben Freundin, was weiß ich, die auf den Mann gewartet hat, der die ganze Zeit unschuldig im Knast war. Sie hat sich da für ihn da aufgespart und hat sich das auch alles sehr schön vorgestellt, wie er dann wieder rauskommt und so. Ja, und was ja auch nicht so funktioniert hat, ne? Ja, er musste das dann noch ein paar Mal wiederholen. Was für eine Überraschung. Sie war ja sich auch nicht so sicher, ob er das nun wirklich war oder nicht. Also sie hatte ja keine Gelegenheit gehabt, so richtig mit ihm darüber zu reden, und hat sich da auch verschiedene Szenarien ausgemalt, ob es nun war, ob es nicht war, und wenn es war, wo ist das ganze Zeug, und ja. Was jetzt alles nach einer ganz netten Geschichte klingt, in meiner Zusammenfassung, klang auch bestimmt so, als sie damals den Film gepitcht haben, ist aber letzten Endes so aus so vielen Versatzstücken zusammengebaut, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen, diese Puzzleteile, und sind teilweise so irrationale Sachen drin, wo man sich fragt, was hat das jetzt hier, und also das war schon reichlich seltsam. Also ich bin da zwar mit viel guten Willen rangegangen, und als ich gelesen habe, Audrey Tautou spielt mal wieder mit, da war ich sowieso schon eingenordet, da dachte ich, okay, dem Film gebe ich auf jeden Fall eine gute Chance, und wenn er es nicht gar so sehr verkackt, dann ja, aber irgendwie, das war ein seltsamer Film, oder Chris? Ja, er war nicht lustig, er war nicht tiefgründig, er war kein wirkliches Drama, es war einfach streckenweise dumm. Da war an Stellen lustig, wo eigentlich eine Ernsthaftigkeit angebracht worden gewesen wäre. Ja, aber dann auch so gezwungen lustig. Zum Beispiel da am Anfang bei dieser Beerdigung. Das hat mich erinnert an diesen Cold Pursuit-Film, wo Liam Neeson seinen toten Sohn in der Gerichtsmedizin da besuchen muss, und dann klappt das mit diesem Tisch nicht. Also wie man da eine witzige Szene draus machen kann, dass jemand sein totes Kind da besucht, das habe ich mich damals gefragt, und hier war es halt genauso, ihr Mann ist gestorben, und dann machen die da so eine komische, witzige Szene draus da. Klingt nach einem richtig guten Streifen. Ja, richtig gut war er nicht. Der war aber auch nicht so total schlecht oder so, das war irgendwie so, ja. Aber das ist das. Also wir haben uns gerade eben ja drüber unterhalten, noch im Vorfeld, und dann so, ach ja, der lief. Ach so, oh. Oh. Und da war es so richtig so, also arg viel bleibt einfach nicht hängen, und das ist kein gutes Zeichen. Ja, also ich hab irgendwie schon sehr, sehr viel wieder vergessen gehabt, weil der auch so verwirrend war. Wenn der irgendwie sich auf eine Person vielleicht konzentriert hätte und nicht so viele, also mit der Frau und mit dem Typ, der aus dem Knast kommt und dies und jenes, und dann hat die mit dem was und der, und da kommt das dazwischen, und ja, und mit wem, von wem will sie jetzt wirklich was, und oh. ja, gut, halt ein französischer Film, die will von allen was. Ja, stimmt, ja, das stimmt ja. Eigentlich, ja, und tja, naja, aber ja, es war jetzt kein Totalausfall, der Sneak war da ganz nett und war ganz okay. Fing mit einem ziemlichen Knaller an, fand ich. Wo alle gedacht haben, boah, was ist das jetzt? Total. Ja, das war schon. Die Auftaktszene, die so richtig Bad Boys-mäßig inszeniert war, da habe ich auch gedacht, wow, was ist das jetzt? So funky Music und dann hier diese übelst völlig übertriebenen Gewaltszenen, ja, wie er die ganzen Verbrecher fertig macht, so richtig mit Kopfschüssen und mit Genickbrechen und sonst was alles. Also ja, und dann, ja. Und dann ging der Film los. Ja, dann ging der Film los und diese ich nenne es mal Traumsequenzen da, ja, die wiederholen sich dann ein bisschen zu häufig. Die Geschichte ändert sich dann halt so ein bisschen, weil je mehr sie erfährt, was ihr Mann wirklich für einer war,
umso mehr passt sie dann auch die Geschichten, die sie ihrem Kind erzählt, da ein bisschen dran an. Hatte aber ein ganz versöhnliches Ende, fand ich. Also, weiß gar nicht, habe ich dem Film überhaupt schon eine Wertung irgendwie gegeben hier? Ich kann mich gerade so... Ach, 6 Punkte, ja, ja, 6 Punkte, das passt. Ein 6-Punkte-Film, ein bisschen über dem Durchschnitt, ja. Guck, aber, das genau ist der Unterschied, weil ich habe ihm 4 Punkte gegeben, weil ich finde, er ist ein bisschen unterm Durchschnitt. Weil von französischen Komödien ist man inzwischen schon ein bisschen verwöhnt auch. Und da war einfach, na. Das hat auch Adèle Haenel nicht mehr rausreißen können. Ja, die höchste Wertung ist hier 9 Punkte. 8 Punkte gibt es auch. 7 haben sehr viele. 7 und 6 sind so die, wo gerade am meisten Stimmen in unserer Facebook-Gruppe Metropolsneak heißt die. Falls ihr da noch nicht seid, könnt ihr mal Mitglied werden. Dann könnt ihr auch sehen, was so bei uns lief. Und ja, noch 64 Mitglieder, dann haben wir 1000. Gibt es dann irgendwas? Da gibt es was, ja. Die meisten YouTuber oder Twitcher, die machen doch dann irgendwie was, wenn da bestimmte Grenzen durchbrochen sind. Ja, dann gibt's was. Oh. Ich überlege mir was. Ah, okay. Ich habe gestern mal in einen Twitch-Kanal reingeguckt. Da kannst du bei Twitch danach suchen, nach welchen Spielen die da gerade gespielt werden. Und da wollte ich was zu Raft. Dachte ich, oh, guck ich mal hier mein Spiel hier, das auf dem Floß, ne? Und bin ich in den Kanal reingekommen, da waren zwei Typen, die waren vielleicht, ich schätze mal so um die 10 Jahre alt. Die haben das gespielt. Und ich war der einzige Zuschauer. Und die haben das total abgefeiert. So, oh, das ist toll, uns guckt jemand zu. Ja. Die haben sich so niedlich gefreut. Ich habe es dann echt eine Weile laufen lassen. Ja, also bis die zu 1000 kommen, das wird noch eine Weile dauern, denke ich mal. Wie sieht es denn aus mit den Tipps für morgen? Für die nächste Sneak Preview, der Hinweis. Der Tipp für die Sneak 1018 am 16.09.2019 lautet schlicht Tag hell. Ah, und ist schon was eingegangen? Ja, genau, ein Tipp und zwar Midsommar. Oh, das hätte ich auch gedacht. Habe ich, glaube ich, im Kino schon meinem Nachbarn gesagt gehabt. Das ist ein Horrorfilm. Nee, es ist ein sehr langweiliges Drama über eine Sekte. Da steht Genre Horror. Ja. Ich habe schon von Leuten gehört, die den in der Pressevorführung gesehen hatten. Aber ich habe mich ein bisschen auf den gefreut, weil das ist von dem Macher des Films, der mir gefallen hat und euch nicht, hier, wo diese Oma in dieser Sekte war. Hereditary. Wisst ihr, was ich mein? Genau. Und das von ist der Ari Aster. Genau, ist der neue Film von Ari Aster. Und ja, da habe ich mich drauf gefreut gehabt und ich bin total in der Euphorie gebremst worden von denen. Kritiken von denen, die es schon gesehen haben, die auch Hereditary total abgefeiert haben und bei dem Film total fassungslos und der geht auch irgendwie sehr, sehr lang und das ist irgendwie alles nur so dieses Sektendasein und da ist kein bisschen irgendwas drin, das ist einfach irgendwie so dieses, ja, das siehst, du guckst denen einfach die ganze Zeit bei ihrem Leben zu, in dieser Sekte da, ja. Ja, aber was ist denn daran Horror? Ja, das weiß ich auch nicht, es ist eher so ein... Hast du mal Schweden beim Arbeiten zugeguckt? Hier, alle 90 Jahre feiern die ganze 9 Tage, halten die Feierlichkeiten an, ohne wirkliche Ahnung davon zu haben, was sie erwartet, ja, bla bla bla. Horrortrip, ich glaube, das ist dann so, dass sie dann langsam merken, okay, das ist hier doch ein bisschen mehr, das ist hier so sektenmäßig und so und das finden sie alles nicht so cool. Und, aber so richtig Horror war das irgendwie nicht, also zumindest was ich gehört habe. Ja, aber ich wollte sagen, noch hast du nicht gesehen. Vielleicht läuft ja noch irgendwas anderes an. Was ich aber gesehen habe, da ihr nichts eingetragen habt, nehme ich jetzt gleich mal den Ball auf, ist der Film Der goldene Handschuh. Boah, echt? Und ja, oh. Echt. Weil ich habe mir nicht mal den Trailer bis zum Ende angucken können. Da hat ja die Luise hatte das ja so mal mit erwähnt gehabt, so nach dem Motto, ja, das kann man, es ist ein ganz interessanter Film. Ich glaube, sie fand ihn auch nicht so gut, aber zum Ende, man sollte den mal gesehen haben. Ist ja von Fatih Akin, der ja vorher den Aus dem Nichts gemacht hatte, den ich ja sehr, sehr gut fand. Und hier geht es um eine Darstellung des Serienmörders Fritz Honka, der im Hamburg der 70er Jahre sein Unwesen getrieben hat. Und ich habe mir da auch mittlerweile noch ein bisschen Wikipedia-Wissen zu diesem Mörder da angelesen. Und das ist wohl auch sehr nah dran. Und man sieht auch am Ende des Films, sieht man echte Ermittlungsfotos von damals, von dieser Wohnung und von dem Typ und von den Frauen. Und die haben sie auch alle echt sehr, sehr gut gecastet. Und der Hauptdarsteller, Jonas Dassler, also was der für eine
für eine Transformation hier durchmacht zu diesem Menschen da in diesem Film. Das ist total irre. Wenn man den sieht ohne Maske, fragt man, ist es doch nicht der, derselbe Mensch. Also das ist total krass. Jedenfalls erleben wir hier diesen Fritz Honka, der Film heißt Der Goldene Handschuh, weil in Hamburg auf der Reeperbahn dort gibt es so eine Kneipe, die heißt Der Goldene Handschuh. Und hier sind halt aus diesem Umfeld von welchen, die dort trinken waren und dann später nach Hause gehen wollten, die sind halt dann zu Hause nicht angekommen. Er hat aber hauptsächlich Frauen umgebracht, die irgendwie ja, so alleinstehend waren oder auf den Strich gegangen sind oder wirklich so ziemlich abgefuckte Typen waren, um es mal vorsichtig zu sagen, die wirklich da irgendwie nicht wussten, wo sie hin sollten. Und er hat sie dann mitgenommen und dann bei sich, aber auch nicht alle. Also es war jetzt nicht so einer, der nun jedes Mal noch eine Frau hatte. Also er hatte auch Beziehungen, das wird auch im Film dargestellt. Und der ganze Film ist aber von der Darstellung her sehr, sehr ekelhaft, wenn man das mal so sagen darf, weil das Ganze spielt sich in so einem Milieu ab, was mir so dermaßen fremd ist. Dieses, ach, der hat halt so eine Dachgeschosswohnung, die wirklich so sowas von asslich aussieht und auch diese abgefuckten Prostituierten, die er da mitnimmt, das wird alles so im Detail gezeigt, was die da tun und machen und boah, das hat alles so eine ekelhafte Art und Weise der Inszenierung, was aber wohl offensichtlich ja so war. Also man kann ja nicht sagen hier, da hat jetzt jemand eine total kranke Fantasie, sondern das war halt so. Und der hat ja die Frauen, die er umgebracht hat, dann auch zerstückelt und dann Teile von denen auch bei sich zu Hause aufbewahrt hinter so einer abgetrennten Wand, die er dann so mit Klebeband so abgeklebt hatte, diesen Eingang, diese Tür, damit das nicht so sehr riecht, und hatte so irgendwelche Wunderbäume bei sich aufgehangen und hat auch so die Fensterritzen total verklebt gehabt, damit da der Gestank nicht nach außen dringt oder irgendwelche Fliegen angelockt werden. Und das ist alles auch mit solchen, also regiemäßig absolut großartig gemacht. Auch so sehr, sehr lange Einstellungen von manchen Szenen. Also das siehst du wirklich ewig lang, wie da irgendjemand malträtiert. Also regiemäßig ist es absolut perfekt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mir der Film gefallen hat, so von dem, was ich gesehen habe, das hat mir natürlich alles überhaupt nicht gefallen, aber als Film ist der wirklich wahnsinnig gut. Da hatte Luise vollkommen recht gehabt, aber das, was man da zu sehen bekommt, ist einfach sowas von absolut ekelhaft, weil du weißt, dass es auch echt ist, also so war das auch, so ist das passiert, und wenn du denkst, boah, was für kranke Leute gibt es da auf dieser Welt, und wird halt so, ja, so beschrieben, wie er sich so arbeitsmäßig durchschlägt, und dann kriegt er eine neue Arbeit so als Nachtwächter und lernt da wieder eine kennen und ist halt ständig wirklich so gnadenlos am Saufen, und auch so die anderen in dieser Kneipe, das wird so gezeigt, wie schlimm so der Alkohol mit den Leuten dann, was der aus denen macht, und ach, das ist alles so eine, das ist mir alles so fremd, was da passiert, ne? Das ist wie, wenn ich ja irgendwie was durch irgendeine Glasscheibe mir irgendwie im Zoo anschaue, was so abartig ist, wo ich denke, boah. Aber wie gesagt, ist einerseits ein sehr, sehr guter Film von der Inszenierung her, vom Spiel her, vom Drehbuch her, auch wie es gemacht ist. Man bleibt da wirklich dran, man will wissen, wie es weitergeht und was da noch so passiert. Und da schwelt halt auch die ganze Zeit so ein unbehagliches Gefühl mit, jedes Mal, wenn der jemand mitnimmt und kennt, okay, was macht der da jetzt, tickt er jetzt wieder aus und bringt die auf barbarische Weise um, wie er es da schon gemacht hat, oder geht das jetzt gut? Und ja, also es ist schwer für den Film so eine Wertung zu finden, also gefallen hat mir das alles nicht, was ich da gesehen habe, aber so vom Filmischen her ist der schon wirklich irgendwie so ein 7 bis 8 Punkte Film, aber so von dem, was man da zu sehen bekommt, da braucht man schon echt starke Nerven. Und dass das so in Deutschland produziert wird, das ist wirklich bewundernswert. Und da stand auch so irgendwas mit Filmförderungen, so, dass die da Geld gegeben haben für so ein, ich nenne es mal, abartiges Werk. Das hat mich schon gewundert, weil irgendjemand muss ja da mal gekommen sein und die Geschichte vorgestellt haben und irgendwie eine Idee geäußert haben, wofür sie das Fördergeld haben wollen. Und ja, wir wollen da hier so eine Geschichte machen über so einen Serienmörder. Wir zeigen das alles im Detail, wie da so die Leute da umbringen, so wirklich da weiden wir uns dran, wie er da so die Leute erwürgt dann und alles und die Leichen zerstückelt und sowas. Und ja, okay, hier habt ihr Geld. Auf geht's. Ja, ja, genau, also, so lief das. ist jetzt im Heimkino erhältlich und man kann den sich hier anschauen. Und ja, wen das jetzt interessiert, also schauspielerisch top, gibt's nichts mehr. Sonst haben wir ja nichts hier, ne? Dann geht's ja schon weiter
mit den Charts hier. Mal gucken, ob da was dabei ist. Kinocharts und Neustarts. Vielleicht ist da was Cooles dabei bei den Neustarts, das man nicht verpassen sollte. Bei den Kinocharts sieht es auf jeden Fall so aus, dass in Stuttgart auf Platz 10 Mein Lotta-Leben, alles Bingo mit Flamingo. Auf Platz 9 Fast and the Furious, Hobbs and Shaw. Platz 8 Playmobil, der Film. Platz 7 Gut gegen Nordwind. Platz 6 Angel Has Fallen. Platz 5 A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Platz 4 Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe übrigens gar kein Flame, aber sorry, ich habe gar kein Flame abbekommen. Ich dachte, ich trete da voll ins Fettnäpfchen, aber noch nicht. Entweder denken die alle, man straft dich mit Schweigen. Genau, entweder denken die alle, oh, der ist so bescheuert, der versteht es einfach nicht. Ey, da bringt es auch nichts, wenn wir dem jetzt was schreiben hier. Also. Wahrscheinlich. Platz 3, Good Boys. Platz 2, König der Löwen. Oh, hält sich lange, hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Und Platz 1, S, Kapitel 2. Ja. Soll ja gut sein, habe ich das letzte Mal von euch gehört. Ja. Ja. Was startet denn so neu am 19. September? 19. 19. 19. Rambo 5, Rambo 5, Last Blood. Das ist doch was, gehen wir da rein, ne? Das sollte man fast so legen. Zum Abschluss der bekannten Action-Reihe, der Abschluss also, bekommt es John Rambo Sylvester Stallone mit einem mexikanischen Menschenhändlerring zu tun. Oh, das klingt ja gar nicht gut. Mexikanische Menschenhändler. Es läuft auch noch an The Kitchen. Lief das nicht in manchen? Der lief in der Sneak, ja, der lief auch bei uns in der Sneak, aber da waren wir irgendwie Gamescom. Ah, das. Gangster-Drama nach einer DC-Comic-Vorlage um drei Ehefrauen, die in Hell's Kitchen die Geschäfte ihrer inhaftierten Männer übernehmen. Mit Melissa McCarthy und Elizabeth Moss. Dann haben wir Systemsprenger, aufrüttelndes Drama über ein 9-jähriges Mädchen, das aufgrund ihrer Aggressivität von Kinder- und Jugendhilfe zu Pflegefamilien weitergereicht wird. So ein Sneak-Film. Ja. Downton Abbey, Filmfortsetzung der Serie Downton Abbey mit Maggie Smith und Hugh Bonneville, die das Geschick einer britischen Adelsfamilie weiterführt. Hat da von euch mal jemand, Kate, vielleicht irgendwie... Hast du da mal was geguckt? Ich habe das mal angefangen zu gucken. Allerdings kamen dann irgendwelche anderen Neustarts dazwischen. Ich habe vor, das auch mal anzugucken, weil es ist eigentlich ziemlich geil. Also die ersten 5 oder 6 Folgen habe ich gesehen. Es ist schon sehr cool. Es ist halt britisch. Es ist halt ein Adelshaus. Und es geht halt hauptsächlich um die Bediensteten dort. Und wie die halt alles so mitkriegen, was in dem Haus so passiert. Das ist eigentlich echt coole Serie. Ich habe damals, es ist ja schon länger her, dass da die erste Staffel gestartet ist. Ja, das ist schon voll alt eigentlich. Dann hat das so einen Buzz ausgelöst irgendwie. Und da habe ich die ersten Folgen, ich glaube, wir haben es damals sogar besprochen bei Fortsetzung folgt, da habe ich die ersten 1, 2, 3 Folgen geguckt. Und ich habe nicht kapiert, warum das Leute gut finden. Also ich habe dann wirklich, das ist einfach so. Also ich habe mir noch gedacht... Directed by Quentin Tarantino. Ja, wahrscheinlich so ewig lang. Also da war ja... Da war jetzt nicht irgendwie so, was weiß ich, wie bei Game of Thrones, wo du schon am Anfang merkst, oh, da ist jetzt ein Drama, oh, das könnte interessant werden, da will ich wissen, wie es weitergeht. Ich habe da wirklich bis zu diesem Punkt irgendwie so 2, 3 Folgen geguckt gehabt und da kam einfach nichts in der Richtung. Du sahst einfach, diese Folgen haben uninteressante Sachen gemacht, aber es ist lange her vielleicht. Ja. Lang ist es her. Dann Chris, ja, jetzt kommt ein Film, der mich wirklich interessiert, Ad Astra zu den Sternen. Das war vielleicht ganz kurz ein kleiner Seiteneinwurf. Das war so ein bisschen das Motto in meiner Schulzeit noch, war per aspera ad astra. Mhm. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Es bedeutet auf steinigen Wegen auf zu den Sternen. Das ist ein relativ bekanntes Zitat. Ja, ja. Und ad astra zu den Sternen. Realistisches Science-Fiction-Epos. Das ist schon mal gut, mit Brad Pitt in der Hauptrolle als Raumfahrtingenieur, der seinen seit 20 Jahren verschollenen Vater auf dem Neptun sucht. Und wir gehen doch mal schwer davon aus, dass Tommy Lee Jones seinen Vater spielt, ne? Ja. Mhm. Und da fand ich den Trailer schon sehr cool. Wobei ich das Gefühl habe, er hat schon sehr, sehr viel verraten, aber trotzdem einfach von den Bildern her fand ich das schon echt cool. Also der interessiert mich wirklich. Mhm.
Ja, interessiert mich auch. Da hatten wir, glaube ich, den Trailer, hatte von euch jemand mal vorgeschlagen gehabt, ja, ne? Hier, mhm, Trailerbesprechung. Der Donald Sutherland spielt auch mit. Sah ganz Ruth Negger, Donald Sutherland. Weil du gerade Sutherland, ist zwar nicht Sutherland, aber dieselbe Region, Keith Carradine. Ich habe am Freitag Schläferz geguckt auf Tele5. Ey, das ist sowas von empfehlenswert. Schläferz, also wenn... Hey, bei Schläferz kam vor kurzem auch die Spice Girls, also ja. Ja, das ist sowas von empfehlenswert, so lustig. Da kam Evil Toons, irgendwie flotte Teens im Geisterhaus. Und da hat Keith Carradine hat da irgendwie so einen Typen gespielt, der denen da so eine Art Necronomicon vorbeigebracht hat und so. Übrigens, nächsten Freitag, kann ich ja teasern, nächsten Freitag, 23 Uhr, kommt was für euch, nämlich The Toxic Avenger. Und die haben da schon so eine Art Trailer gezeigt oder irgendwie so ein, einer, der wird irgendwie durch irgendwas total verstrahlt, ist irgendwie im Gesicht total und hat irgendwie Superkräfte und sowas. Und das sah so scheiße aus wieder. Das muss ich gucken. Ja. The Toxic Avenger, 23 Uhr, Tele5. Im Free TV. So, Angry Birds 2 läuft noch an. Ja. Angry Birds, Red, Chuck und Bomb sind zurück. In ihrem zweiten Leinwandabenteuer bekommen es die schrägen Vögel mit einer neuen Bedrohung zu tun. Der erste Teil war ja relativ erfolgreich. Mal gucken, wie der zweite sich schlägt. Ja. Juckt mich so gar nicht, aber okay. Ein Licht zwischen den Wolken habe ich hier noch im Angebot. Das klingt doch geil, oder? Ist ein Drama. Oh. Moment, ich hatte auch gerade noch was dazu. Besnik ist ein Hirte. Er lebt mit einer katholischen Mutter, einem kommunistischen Vater und dem muslimischen und orthodoxen Schwiegereltern zusammen und ist somit gewohnt, Kompromisse einzugehen. Er weiß genau, wie man eine Einigung erzielen kann. Oh. Ich habe auch noch was, das klingt nach einem Sneak-Film. Submission. Drama über einen College-Professor, gespielt von Stanley Tucci, der eine talentierte Literaturstudentin unterstützen möchte und sich von ihren Avancen blenden lässt. Ist das nicht eher Submission? Submission? Kyra Sedgwick. Ja, wahrscheinlich ist sie dann submissiv, also unterwürfig. Ja, okay. Ja, nächstes Drama, was ich im Angebot habe, ist Heute oder Morgen. So, jetzt muss ich aber kurz gucken, Heute oder Morgen, worum es da geht. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ja, Heute oder Morgen. Drei junge Menschen aus Berlin beschließen, alle Pläne über Bord zu werfen und sich einfach treiben zu lassen. Dabei erleben sie aufregende Liebesabenteuer. Sie blenden ihre Umwelt komplett aus und geben sich ganz dem Moment hin. Ja, klingt... Regisseur logisch. Thomas Moritz Helm. Produzent Thomas Moritz Helm. Drehbuch Thomas Moritz Helm. Ein Film von Thomas Moritz Helm. In der Hauptrolle Thomas Moritz... Nein. Weiß man nicht. So, doch, Besetzung Paula Knüppling, Thala Gouveia, okay. Maximilian Hildebrand. Aha. Wahnsinn. Das sind ja klangvolle Namen hier. Ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. Die anderen, die nächsten zwei, die sind Dokumentationen, habe ich gerade nachgeschaut. Dann gibt es noch Wajib. Das ist wohl ein Drama aus Palästina. Der Architekt Shadi ist nicht gerade begeistert, dass er nach Jahren in Rom wieder in seine Heimatstadt Nazareth zurückkehren muss. Und ja, er geht aber zurück und heiratet seine Schwester Amal. Nee, seine Schwester Amal wird heiraten, so rum. Und ja, bla bla bla. Und er muss da irgendwie die Einladung in der Stadt persönlich übergeben, weil das da so gang und gäbe ist. Und ja, meine Güte. Gedöns. So, eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Und das finde ich super spannend, weil das ist der 14. Film der japanischen Anime-Reihe One Piece. Stampede. Basierend auf der gleichnamigen Mangas von Eiichiro Oda. Und jetzt steht hier noch dabei, im Rahmen der Kasei Anime Nights läuft der Film einmalig am 24.09.2019. Jetzt frage ich mich, wie der ins Kino kommen kann. Einmal am 24. Ja, gut. Also, vielleicht läuft er bei uns auch irgendwo noch. Ja, keine Ahnung. Also, wenn er nur an dem einen Tag kommt, warum steht er dann da schon drin für diese Woche? Ach so. Na, vielleicht läuft er irgendwo doch schon vorher an. Wer weiß. Naja, mal spannend. Auf jeden Fall, naja. Ich habe die anderen 12 habe ich gesehen, die 13 noch nicht, deswegen echt? Warte ich jetzt mal noch ab. Echt? Nee, Quatsch. Hast du alle gesehen? Quatsch. Weiß man ja, bei dir weiß man nie. Also. Nicht, dass das ja was spoilert, ne, der neue. Ja, genau, nicht, dass... Oh, Major Spoiler.
Aber es klingt voll toll. In ihrem neuen Abenteuer fahren Ruffy und seine Strohhutbande mit vielen weiteren Seeräubern zu Piraten-Expo auf Delta Island. Na du, das sind die, wir haben doch auf der Gamescom auch ein paar Leute mit Strohhut gesehen, wo wir dachten, was sind das für Leute hier? Das sind welche, die waren One Piece Cosplay. Also bis auf die Besoffene, die da draußen lagen, die auch einen Strohhut hatten. Aber die drin. Ja. So, okay. Warte mal, hier, wo haben wir jetzt hier? Ach, hier drüben. Nee, wo waren jetzt hier die DVDs? Ach, hier, jetzt. Oh Gott. Du machst immer DVDs, ich mache ja auch neu auf Blu-ray. Also, neue Blu-ray, neue Erscheinung. Okay. Dann vom 16. September. Mal gucken. Und den ersten mache ich mal. Lock Up, der alte Film mit Sylvester Stallone. Lock Up, Überleben ist alles, der da in den Knast kommt hier, Sylvester Stallone, und hat da so einen ganz fiesen Vorgesetzten, und er hat irgendwie nur noch ein paar Monate in diesem Knast, und der Vorgesetzte reitet die dann aber wieder noch richtig rein und so. Ganz übel, ganz übel. Okay, dann haben wir ab dem 20. noch, jetzt habe ich es aus Versehen wieder zugemacht, das Familienfoto. Die drei Geschwister Gabrielle, Elsa und Mao könnten unterschiedlicher kaum sein. Gabrielle arbeitet als lebende Statue in Paris und ist ihrem Sohn viel zu unkonventionell. Bla 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 bla. Der war mal auch in der Verlosung für eine Sneak, ich erinnere mich daran. Ist auch eine Weile her. Es ging an uns vorbei. Greta läuft noch an, Horror-Mystery. Hat aber nichts mit Fridays for Future zu tun. Guck mal, wie das geschrieben ist. Mysterie. Mysterie. Komisch geschrieben. Mit Chloe Grace Moretz. Die findet eine Handtasche in der New Yorker U-Bahn und zögert nicht, sie der rechtmäßigen Besitzerin nach Hause zu bringen. Mehr wissen wir jetzt nicht. Aber jetzt kommt noch was Gutes. Ja, jetzt kommt Stan und Ollie. Den hat man in der Sneak. Stan Laurel, also Steve Coogan, und John C. Reilly als Oliver Hardy. Das beliebteste Komikerduo der Welt. Und ist ihre Abschlusstournee. Sehr cooler Film. Ich dachte, das sind Rick and Morty. Naja. Ja. Also, es läuft auch noch ein Film an, den ich gerne gucken wollte, nämlich Trautmann. Da gucke ich mal, vielleicht kriegen wir irgendwie ein Rezensionsexemplar. Da geht es um diesen Deutschen, der, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg oder kurz danach irgendwie nach England auswandert und dort zu einem sehr, sehr guten Torwart wird und muss aber anfangs seine Nationalität verheimlichen, weil die Engländer da nicht ganz so begeistert sind, wenn da so ein Deutscher irgendwo bei denen in ihrem Nationalsport, kann man fast sagen, da aktiv ist, ja. Okay, das war's so mit den Heimkino-Neustarts. Und News und Trailer haben wir heute nicht, aber wir haben Serien. Serien. Die erste musste Kate mal allein machen, die andere, da mache ich mit. Ich habe geklickt bei Netflix die neue Serie Unbelievable, die wieder ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ein harter Tobak-Thema hat. Und zwar geht es da um einen Serienvergewaltiger. In den Hauptrollen sehen wir Caitlin Dever, die eine Teenagerin spielt, und Toni Collette sowie Meredith Weaver, die zwei Polizistinnen spielen. Spielt auch in zwei Zeitsträngen. Wir sehen einmal 2008 die Teenagerin Marie, die wird vergewaltigt, in ihre Wohnung wird eingebrochen, sie wird gefesselt und stundenlang missbraucht. Und als dann ihr Peiniger verschwindet, kann sie sich von ihren Fesseln befreien und ruft die Polizei. Das Problem ist, dass das 16-jährige Mädchen sich nicht mehr so viel an so viel erinnert und immer wieder nur so Spruchstücke an Erinnerung kriegt. Zudem ist ihre Akte relativ bekannt schon bei der Polizei, da sie ein Mädchen ist, das relativ oft über Adoptivfamilien und Pflegefamilien und war halt im System, hat auch mal was geklaut und so. Das heißt, sie war den Polizisten schon bekannt. Und dadurch, dass sie halt sich immer nur so spruchstückhaft an kleinere Details erinnert oder auch mal was durcheinander bringt, glaubt man ihr nicht. Und die Polizei redet ihr dann ein, dass das doch alles gar nicht passiert ist. Das ist die eine Zeitlinie, die passiert. Dann wird dann halt erzählt, was damit mit ihr passiert, was die Öffentlichkeit mit ihr macht. Und die zweite Zeitschiene ist eben bei den beiden Polizistinnen, die 2011 ermitteln und feststellen, dass es eben einen Serienvergewaltiger gibt, der in jedem County immer nur einmal zuschlägt.
und die Counties ja meistens ihre Fälle nicht miteinander vergleichen und quasi jedes County für sich ermittelt und alle suchen aber eigentlich den gleichen. Und die beiden fänden halt gemeinsam raus, dass es da eben um einen ein und denselben Täter geht, der sich zwar ganz verschiedene Frauen raussucht, aber der ihr, dem sein Vorgehen dann immer gleich ist. Und es läuft halt alles so parallel und du hast halt immer diese, noch dazu eben die Geschichte von Mary, wo sich dann nach und nach eben rauskristallisiert, wie sie in dieses Ganze passt. Ja, und das wird halt in einer sogenannten Miniserie mit 8 Folgen erzählt, wie das Ganze ausgeht, ob die den fassen, wie Mary da reinpasst und das sage ich natürlich nicht. Es ist wieder eine Serie mit sehr viel Aussagepotenzial, die über die mit Sicherheit noch diskutiert wird, weil halt sehr viel Gewalt auch gezeigt wird, auch wenn es immer nur bruchstückhaft ist, wenn sich die Frauen an das erinnern, was sie erlebt haben. Und es ist halt sehr viel Ermittlungsarbeit und das ist harter Tobak, aber denke ich, extrem gut erzählt und vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze auf wahren Begebenheiten passiert. Beruht, weil das alles so passiert auch oder so oder so ähnlich. Das ist die neue Serie Unbelievable bei Netflix. Ich habe sie schon komplett durch. Find's gut oder fehlt jetzt noch ein bisschen die persönliche Färbung jetzt gerade? Ich find's ziemlich gut sogar. Okay. Weil es ist extrem gut gespielt. Also ich mag sowohl das junge Mädchen, also die Caitlin Dever, die Mary spielt, finde ich extrem gut. Und auch dieses, wie sie das darstellt, dass sie hat die ganze Zeit gesagt, es ist passiert. Und dann sagt die Polizei, ja, aber guck mal, du hast es jetzt so erzählt und dann hast du es so erzählt. Und irgendwie passt es doch nicht zusammen. Ist denn das eigentlich wirklich alles passiert oder denkst du dir das nur gerade aus? Dann wird halt auch mit den Familien geredet, bei denen sie war. Und dann war es halt immer so, ja, sie war immer so ein bisschen, dass sie Aufmerksamkeit haben wollte. So, dann ist alles noch so noch einigermaßen in Ordnung. Sie zieht dann in eine neue Wohnung und dann versucht sie das Ganze so ein bisschen zu verdrängen. Das wird dann wieder bei den Polizisten falsch aufgenommen, als ob sie jetzt so tut, als wäre alles in Ordnung. Also kann ja gar nichts gewesen sein, wenn sie so drauf ist, dass alles gut ist und sie die ganze Zeit lächelt. Und es wird halt alles falsch dargestellt von der Polizei. Die verstehen einfach nicht, dass ein 16-jähriges Mädchen sich nicht ausdrücken kann wie eine 35-jährige Erwachsene. Und so wird es halt dargestellt. Und sie spielt es unglaublich gut. Und auch die beiden Polizistinnen. Toni Collette feiere ich als Grace Rasmussen extrem. Ja, die ist so eine taffe Frau, die geht dem allen nach, nimmt sich Zeit für die Frauen, die der Opfer geworden sind, spricht mit jedem, geht allen möglichen Indizien nach und gibt die Leute nicht auf. Und das sieht man halt eben diese zwei verschiedenen Polizeireviere. Ja, die einen, die eben die Marie aufgegeben haben und gesagt haben, ach, die will nur Aufmerksamkeit. Und das andere Revier, das sagt, nein, wir müssen danach gehen. Ich glaube der Frau, auch wenn das eine oder andere sich widerspricht, Erinnerungen können fälschen, ja, kann auch irgendwie mal benebelt sein oder andere erinnern sich total gut dran, andere verdrängen alles und sie geht halt auf das Ganze ganz anders ein, ja, und halt, dass halt auch noch 3 Jahre dazwischen spielen, zwischen 2008 und 2011, das ist halt auch nochmal, die ganze Mentalität hat sich in den 3 Jahren wahrscheinlich auch ein bisschen verändert und, also ich finde das eine extrem starke Serie, Miniserie. Also ich denke mal, dass es da vielleicht nochmal, vielleicht für einen, also noch eine zweite Staffel geben wird mit einem anderen Grundthema. Ja, weil es gibt ja vieles, was man Menschen nicht glaubt, wenn was passiert ist. Kann man sich definitiv angucken. Aber man muss halt wissen, es ist ein hartes Thema aufgegriffen. Eins, über das man vielleicht gar nicht so gern nachdenkt oder davon nicht unbedingt denkt, dass man daraus eine ganze Serie über 8 Folgen machen kann. Okay, klingt interessant. Habt auch schon Gutes davon gehört, von der Serie, dass die ganz gut sein soll. Chris, hast du auch mitgeguckt, oder? Nö. Aber die nächste hast du mitgeguckt, oder was? Bei der nächsten habe ich sogar dafür gesorgt, dass man die erste Folge wenigstens mit Anstand zu Ende bringt. Okay. Und zwar reden wir da von The Island auf Netflix. Oder
wie es eigentlich heißt, The One Land. Einfach so, oh. Und jetzt, liebe Hörer, da könnt ihr, wenn, was? Ja, na, red weiter. Ja, liebe Hörer, wenn ihr über die Serie redet, und die hat ja jetzt gerade einen ziemlichen Buzz, hat ja wahrscheinlich bei jedem, kam die Anzeige ganz oben hier, ja, guckt ihr mal die Serie an oder so. Wenn er darüber redet und er sagt jemand The Island, sagt er, ach, du weißt ja gar nichts, das heißt The One Land. So, wenn nämlich jemand The Island sagt, wisst ihr genau, wie weit er geguckt hat. das war jetzt nicht nur meine Frage, also, wie weit hast du denn geguckt? Also die, ich habe es tatsächlich komplett geguckt, weil es mich auch interessiert hat, okay, wie es ausgeht. Okay. Das ist aber jetzt kein Spoiler mit diesem One Land, aber das wird dann halt im späteren Verlauf dann... Ja. Weil ich hab jetzt tatsächlich vorhin mal die zweite Folge noch angehauen, weil wir haben ja bis jetzt nur die erste gesehen, der Chris und ich. Die erste ist katastrophal. Ja, genau. Katastrophal. Das ist ganz schlimm. Also, ganz schlimm. Ich habe selten was Schlimmeres gesehen. Also das war wie so ein, das war wie so ein Verkehrsunfall. Und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, ey, und da haben damals echt Leute gesagt, bei dem Serienfinale von Lost, das wäre schlecht gewesen. Und das war nicht schlecht. Lost, das Serienfinale war nicht schlecht. Das hat nur keiner kapiert. Das fand ich, weil nämlich viele damals bei Lost, also wir hatten ja damals auch noch den Lost-Podcast, wo wir jede Folge analysiert haben, da haben nämlich viele überhaupt erst dann dazugeschaltet, so nach dem Motto, die haben zwischendurch mal eingeschaltet, haben gesehen, ah, Lost Insel, alles klar, Mystery und so. Ich gucke dann mal die letzten Folgen, um zu sehen, wie es ausgeht, und die fanden es natürlich scheiße, ist ja klar. Ja, klar, natürlich, ja. weil sie die Serie nicht verstanden haben. Weil sie den Weg nicht mitgegangen sind. Genau, weil Ende macht nur Sinn, wenn du den ganzen Weg gegangen bist. So, also The One Land, lass uns mal dazu kommen, hat eine ähnliche Prämisse wie Lost, das heißt eine Handvoll Leute wachen auf einer Insel auf und wissen nicht mehr, wie sie da hingekommen sind. Allerdings hier im Gegensatz zu Lost ist da kein Flugzeug mit einer Turbine, die noch irgendwelche Leute einsaugt, sondern da ist einfach gar nichts. Sie sind wirklich am Strand und alle liegen in einer gewissen Entfernung zueinander und neben ihnen befinden sich im Sand auch noch irgendwelche Sachen, sind da so vergraben, irgendwelche Hilfsmittel, da einer ist ein Kompass, der andere ist ein Messer und sonst was alles. Und eine Muschel. Ja, eine Muschel. Und die erste Folge ist ja sowas von mies, also weil du gerade mit der Muschel ansprichst. Die eine Dame, die dann da aufwacht und die Muschel findet, die nimmt diese Muschel und trompetet da erstmal rein. Alter, so, ey. Also ich meine, ich kann ja mit meinen Händen kann ich ein Eulengeräusch machen. Ja? Mal sehen, ob es geht. Das habe ich jetzt mit den Händen gemacht. Das ist sauschwer und hat lange gedauert, bis ich das konnte. Ich bezweifle, dass die einfach so eine Muschel nimmt und da einfach reinpustet. Und dann vielleicht kommt kennt es sich aus mit Blasen. Das kann auch sein. Ja. aber ey, dass sie da so einen Ton in dieser Lautstärke, der wie so ein Horn über diese Insel. Ja. Da, ist quasi wie die Horns of Jericho hier irgendwie so. Jedenfalls sind da noch ein paar andere auf der Insel und die Gruppe findet sich dann noch relativ schnell zusammen. Und ja, da gibt es dann so die einen, die sagen, bleib mir am Strand und so, hier haben wir alles und Kokosnüsse und sonst was. Und die sind aber wirklich alle völlig katastrophal unterwegs, was das Thema Survival angeht irgendwie. Also das Wichtigste beim Survival habe ich gelernt, Frischwasser. Frischwasser, Frischwasser, Frischwasser. Weil du kannst ohne Essen überleben, aber ohne Frischwasser ist relativ schnell finito, ne? Jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob das noch in der ersten Folge war, die finden dann mal so eine Frischwasserquelle im Land, aber die erste Folge. Aber nein, man geht da nicht hin. Nein, am Strand ist ja viel schöner. Ne? Also, ja, dann ist auch viel besser, weil man muss ja gerettet werden. Du siehst halt auch nirgends, dass die irgendwie mal Wasserbehälter oder so füllen. Und so, nein, also ich glaube, die erste Folge streckt sich ja, glaube ich, über 3 Tage oder 2 Tage, 2 oder 3 Tage. Hm. Und jetzt habe ich die zweite Folge gesehen und in der zweiten Folge geht dann der hübsche Kerl mit der Oberzicke auch wieder an den Wasserfall, wo das Frischwasser ist. Aber du siehst halt nicht, dass die mal versuchen, irgendwie aus Kokosnüssen irgendwie das machen Behälter sie noch zu bauen. Also da kann ich dich beruhigen, das machen das sie noch. Das kommt noch. Ja, aber das ist doch das Erste, was ich mache. Wenn ich Frischwasser finde, dann gucke ich doch erstmal, dass ich davon ein bisschen was an den Strand packe.
Ja? Nee, du gehst also in die Nähe der Frischwasserquelle, ganz ja, einfach. Ja, nein, aber die wollen ja am Strand bleiben, dass falls ja, da ein Schiff vorbeikommt, dass die dann, gesehen werden. Dann lässt du einfach jemanden dort. Dann lässt du einfach jemanden dort. Lässt du einfach ja. jemanden dort an dieser... Du weißt, was ich meine. Ja. Die machen ja einfach gar nichts. Du, da sind noch mehr so Fails drin. Also zum Beispiel finden die dann auch so eine Art, so ein Haus mit so einer Siedlung und sonst was alles. Aber anstatt da alle dahin zu gehen, nee, bleiben sie lieber am Strand. Ja, jedenfalls am Strand. Sie gehen ja dann auch mal baden und dann, Achtung. Hier ist Hai-Alarm. Kommt natürlich der Hai oder mehrere Haie. Man sieht die schon von Weitem, aber anstatt die da mal irgendwie so vorsichtig. Na, egal. Da gibt es natürlich auch Verletzte, Verluste zu beklagen. Und dann, da bist du jetzt noch nicht, wo die dann, da gibt es dann nämlich plötzlich, da wird die eine attackiert und ziemlich schwer verletzt und wacht dann an einer ganz, ganz anderen Stelle auf, was ich jetzt mal nicht spoilern werde. Und da habe ich gedacht, okay, das sieht ja jetzt schon mal ein bisschen interessanter aus als der Anfang. Und das sind ja nur 7 Folgen oder so, ne? Und da habe ich gedacht, ich habe ja Mut zum Trash, ne? Also ich habe ja eh, ich gucke hier Schläferz und alles, ne? Also ich fand das wirklich so unfreiwillig komisch. Ich saß dann da, habe mich kaputt gelacht über die Dummheit da, dieser Serienmacher, ne? Also ich habe da mehr gelacht als bei manchen Komödien, die ich zuletzt gesehen habe. Weil es einfach so stupide war, auch so schlecht geschauspielert. Und es wird aber schon ein bisschen besser, muss man sagen. Also es wird... Ja, immerhin. Und also das ist ja auch nicht wirklich schwer, also sorry. Ich sag mal, das Ende... Ist besser, ist nicht so. Es bringt sogar gut zu Ende, finde ich. Was jetzt aber... Ja, hat ein echt cooles Ende, wo man dann sagt, ach, eigentlich hätten sie da wirklich aus dem ganzen Ding doch ein bisschen besser was draus machen können. Weil es war wirklich... Also ich habe da ja von vornherein eine Vermutung. Ist ja wirklich sehr, äußere mal deine Vermutung nicht. Also ich darf nicht. Nee. Nicht. Aber nicht. Es ist einfach so viel auch geklaut von Lost, die wir sagen, ich fand auch manche Bemerkungen, die sie gemacht haben, zeigen so ein bisschen so wie, hey, ja, irgendwie so sinngemäß, ja, bei, nee, sagen sie eigentlich nicht so in der Richtung, aber so nach dem Motto, ja, eigentlich würde man das jetzt so machen, aber wir machen es jetzt so. Und dieses eine so, was sie nicht machen, das war bei Lost halt so, ne? Was mich total geärgert hat, was mich auch total verwirrt die ganze Zeit schon, ist, die wissen ja nichts mehr. Ne? Die erinnern sich ja nicht mehr dran, wer sie sind, wer sie waren, wie sie heißen, gar nichts. Ne? So. Und dann machen die irgendwie Feuer oder was weiß ich. Und dann sagt der eine zu dem anderen, hey, das sieht aus, als hättest du schon mal gemacht. Und er so, ja, Eagle Scout, ich geb's zu. Woher weiß er denn das dann, wenn er sich an nichts mehr erinnert? Tja, also manche sagen, wo hatten sie zum Beispiel diesen Flaschenboden überhaupt her? Das ist das Nächste. Wo kamen denn diese Glasscherben her, um Wasser um Feuer zu machen? Das ist wirklich so eine Menge Bullshit da drin gewesen. Auch überhaupt, wie die dieses Feuer da gemacht haben. Aber man erfährt dann auch, dass so peu à peu bestimmte Erinnerungen dann wiederkommen bei manchen Leuten. Mhm. Und, ja, das sieht man ja schon im Trailer. Ach so, nee, habe ich nicht gesehen. Jedenfalls kommen dann auch Erinnerungen wieder, bis hin zur vollständigen Erinnerung. Was auch Sinn und Zweck ist, weil jeder soll sich oder ja, die erinnern sich dann halt wieder dran und dadurch ergeben sich dann halt noch mehr Spannungen auf dieser Insel in diesem und sie treffen auch noch alle andere von dieser, die auf dieser Insel offensichtlich sind, die aber auch nicht ganz astrein sind und ja. Das werden noch mehr Leute. Oh Gott. Ja, nee, nicht noch mehr, wirst du dann sehen. Kann mir die schon nicht merken. Es gibt auch Kannibalen und Hai-Alarm. Hier ist Hai-Alarm. Ja, also ich werde wahrscheinlich tatsächlich weiter gucken, einfach aus dem Grund, dass ich jetzt die neueste Serie Unbelievable schon fertig habe, kann ich mir den Trash weiter angucken. Ich sehe auch ja viele Bewertungen. Ich bin gerade bei Moviepilot, da hat die Serie 3,5 von 10. da würde ich auch, nachdem ich es komplett durchgeguckt habe, also rein vom, wenn ich ganz sachlich da rangehe, ist die echt schlecht. Aber viele haben mir wirklich geschrieben so, ja, irgendwie hab die erste Folge geguckt, ganz furchtbar. Das stimmt, die erste ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber es bleibt zum Glück nicht ganz so schlimm. Es ist weiterhin so, ich glaube, man hat so Versatzstücke genommen, so aus dem Baukasten. Man hat da sehr viel von Lost mit reingenommen, natürlich. Und hat da irgendwie versucht, sich da was zusammenzubauen. Es ist nicht richtig spannend die ganze Zeit. Man will eigentlich wissen, ja, was steckt jetzt dahinter? Und da habe ich dann immer gedacht, okay, ey, jetzt hast du schon 2 Folgen geguckt. Ey, das sind nur 7 insgesamt. Die 5 kriegst du auch noch weg. Und dann habe ich da
dann auch gestern Abend noch das iPad in der Küche laufen gehabt, dann hat das nebenbei. Und ich muss sagen, die deutsche Synchro ist verheerend schlecht, auch ganz, ganz schlimm. Ja, abgesehen mal davon, das fand ich auch ganz arg mies. Also, ich schaue ja nicht so viele Serien wie manche andere Anwesende hier in diesem Podcast, aber wenn ich mal was schaue, dann möchte ich da schon auch ja was von haben. Und die Island hat bei mir eher, glaube ich, ein Magengeschwür ausgelöst oder so. Also, was für ein Dreck. Also die erste Folge, ganz ehrlich, so bescheuert. Es gibt bestimmt wieder welche, die das total abfeiern, aber wie du schon gesagt hast, das mit der Muschel. Dann geht die Muschel kaputt. Spoiler. Nein, sie hat sie kaputt gemacht. Jetzt hast du gespoilert. Haha. Und ich habe ein Messer, ich habe eine Muschel. Lass uns kämpfen. Aber ich kenne dich gar nicht, vielleicht sind wir Freunde. Lass uns kämpfen. Ja, das geht mir echt auf die zwei Weiber. Oh, ich finde dich schön. Oh, ich finde dich auch toll. Oh, lass uns knutschen. Hey, lass uns knutschen. Hey, lass uns mehr. Nein. Lass uns mehr. Hey, haha. Vor allem ist euch mal aufgefallen bei dieser Vergewaltigungsszene, dass der Typ die ganze Zeit am Lachen ist. Nee. Ach, so ein Schmarrn. So, hahaha, ha, ha, ist doch alles nur Spaß. Hahaha. Ha, 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 ha. Oh, und dann, oh, ja, Frischwasser. Egal, lass uns zurück zum Strand gehen. Der hat aber auch nicht alle Tassen im Schrank. Das merkst du in der zweiten Folge auch schon. Ja, hat irgendeinen psychischen Knacks. Man erfährt dann auch noch so ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte, wenn die Leute sich dann erinnern, kommen dann so wie bei Lost dann halt auch so Flashbacks und so rein und haben sie ja ganz gut geklaut da. Und man erfährt dann auch, was das Ganze soll, relativ schnell, was jetzt bei Lost hat es viele Staffeln gedauert, bis man halbwegs erfahren hat, warum, weshalb, wieso. Hier erfährt man es halt schon in der 7. Folge. Das fand ich ganz gut. Ich wollte halt wissen, wie die das auflösen, weil die haben ja offensichtlich Lost als Vorbild gehabt und Lost hat ja einiges an Kritik eingesteckt damals. Da habe ich gedacht, okay, mal gucken, was die jetzt draus gemacht haben. Und die haben auch ein ziemlich seltsames Ding draus gemacht, aber sie haben es wenigstens gut zu Ende gebracht. Ich fand das Ende, wie sie da wirklich so da habe ich gedacht, okay, echt ein bisschen schade, dass die Serie am Anfang so stark, so scheiße war, weil die Idee, wo sie hin wollten, war eigentlich ganz cool. Ja. Aber so weit sind die meisten halt nicht gekommen. Wenn ich so das sehe, die Wertungen und auch was so in meiner Timeline, ich habe euch ja mal was reinkopiert von jemandem. Ne? die meisten haben halt so am Anfang mal reingeguckt, ist das schlecht, ja, ich muss drüber twittern, alle twittern, dass es schlecht ist, ich twitter auch drüber und so. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich gucke es mal wenigstens bis zum Ende, mal gucken, wie sie da den Dreh gefunden haben und ja. Ja. Ist jetzt, also ich gebe der Serie auch nicht mehr, ich gebe da auch 3,5 Punkte hier, was da hier, aber ja, aber es ist halt auch sehr, sehr, ja, trashy kann man nicht sagen, weil es ist eigentlich gut produziert, aber es nimmt sich selber viel zu ernst und wenn man... Das ist das Nächste. Wenn man das ein bisschen... Kate Bosworth spielt übrigens mit. Was? Ja. Wer? Ja. Oh, wann? Kate Bosworth. Die spielt die eine Frau, mit der die mit der Muschel kämpfen wollte. Die Blonde? Ja. Nee, ist Kate Bosworth. So leicht rothaarig ist die, glaube ich, in der Serie. Blonde. Und die andere hat mir gut gefallen. Die andere hat mir gut gefallen, die mit den dunklen Haaren, die so ein bisschen so die Hauptrolle ist, die wir zuerst sehen mit dem Messer dann und so. Die, naja, die gefällt mir aber auch erst seit der zweiten Folge jetzt ein bisschen. So, die. Ja, gut, also The One Land. Und merkt euch, The One Land, ihr habt es hier zuerst gehört, wahrscheinlich, weil kein anderer weitergeguckt hat. genau. Weil vielleicht gibt es ja auch ein Two Land. Ja, was so mit römischen... Da, da, da! Und vielleicht... nein, ich sag's jetzt nicht. The One Land, lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das fandet. Falls ihr es fertig geguckt habt. Ansonsten, ich habe das auf die Agenda mitschreiben lassen. Ich bin ja jetzt wieder bei Fortsetzung folgt dabei. Am Dienstag werden wir darüber mal sprechen. Da mal gucken, was die. Ihr guckt doch immer nur die erste Folge, ne? Mal gucken, was die anderen da. Bibel? Ihr guckt doch auch meistens nur die erste Folge. Kommt drauf an. Wenn es was ist, was mich reinsaugt, gucke ich auch mehr. Dann gucke ich lieber von den anderen Serien weniger. Aber ja, Also, weiter geht's aus dem Games-Bereich.
Games. Der Chris hat ein neues Spiel, sehe ich hier. Aber ganz kurz erzähle ich noch, ich habe jetzt eine PS4. Haha. Hey! Günstig ersteigert. Und kam willkommen auch an. Auf der guten Seite der Macht. Es war kein Ziegelstein, der mir geliefert wurde, obwohl es sehr, sehr günstig war auf eBay. Und in der Artikelbeschreibung stand jetzt gar nicht, dass es sogar schon eine neue Slim ist. Also es ist eine Slim, PS4 Slim sogar. Und waren einige Spiele dabei. Ja. Und habe ich jetzt schon mal angefangen. Und wer mich adden möchte, FiberX. Mit PH am Anfang. Wie immer halt, ne? Ja, na gut. Mal, vielleicht versuchen die Leute mit Kinocast oder so, weil woanders bin ich über Kinocast. Aber ansonsten kann man mich adden. Ich habe jetzt auch schon extra ganz bewusst jetzt nicht irgendwelche so Spiele, die mich sehr reinsaugen. Der Chris hat mir natürlich auch schon angeboten, hey, ich bock dir mal Red Dead Redemption. Da bin ich bis Weihnachten beschäftigt, glaube ich. Definitiv, ja. Ich muss erstmal noch ein paar andere Sachen machen. Ich habe mir erstmal so Kleinkram, den man mal so schnell zwischendurch hier, zum Beispiel Gran Turismo habe ich mir geholt, dieses Sportding da, bei NetGames bestellt. Günstigstes Angebot übrigens. Also ich bekomme nichts dafür. Kann ich gleich sagen. Da haben sie es für 19,99 gehabt. Das war sogar bei eBay gebraucht, teurer als dort neu. Ja, also netgames.de, sehr empfehlenswert. Und ich habe mir Tekken gekauft. Hier, das war online im PlayStation Store im Angebot für 14,99. Das kann sich nicht meckern. Ja, kann man nicht meckern. Weil Tekken ist eigentlich, halt Tekken. Ich bin ja mehr der Soul Calibur-Zocker. PlayStation gehört für mich Tekken dazu. Tekken und Gran Turismo ist für mich PlayStation irgendwie. Okay. Ich bin mit der PS1 damals. Ja, und dann habe ich noch ein paar andere, aber da habe ich noch nicht so richtig reingeguckt hier. Ja, Chris, du hast ein neues Spiel. Man of Medan. Da habe ich tatsächlich eine Erinnerung damit. Nämlich vor, also nicht bei der letzten Gamescom, sondern bei der Gamescom davor hatte ich... Und Tabitha und ich, wir haben Fastpass-Tickets bekommen von Bandai Namco für Man of Medan. Und wir haben keine Ahnung gehabt, was das für ein Spiel ist. Man of Medan haben wir es immer genannt. Man of Medan. Und haben dann. Die Männer der Medan eigentlich. Und auch, sind dann in die Schlange. Da war eine Riesenschlange. Also vor 2 Jahren Gamescom. War eine Riesenschlange bei dem Spiel. Und wir sind halt zu den, so ein paar der letzten in der Schlange gegangen, die irgendwie nett aussahen. Hier, Tabitha, habe ich gesagt, hier, such dir mal jemand aus, der nett ist. Und da haben wir denen die Dinger geschenkt. Und manche haben uns dann im Gegenzug irgendwelche Gummibärchen geschenkt oder so. Fand ich super. Und die haben, ich habe dann auch mal so gefragt, ey, was ist das für ein Spiel? So, ja, das ist irgendwie lang erwartet und so. Also die Fans, die sind da echt heiß drauf gewesen. Hattest du da irgendwie, gab es da irgendwie einen Vorläufer oder? Es gibt einen Vorläufer. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, welcher Vorläufer, welches Spiel das war. Aber den hast mir du nicht auf jeden Fall, gesuchtet. Nee, habe ich nicht gespielt. Noch ein kleiner Funfact zum Thema Gamescom. Ich habe ein Foto mit zwei. Du erinnerst dich an dieses Foto, was wir gemacht haben mit der Matrosin und der kaputten Matrosin? Matrosin? So grob? Matrosen? Ja, die Ach, wohl, hier, die ja, ja, halt, ja, ja, ist, ja, ja. Ja, die sind genau von dem Spiel. Im Hintergrund steht auch ganz groß Man of Medan. Ja. Also hier wird es wird angepriesen als die Fortsetzung von Until Dawn. Mhm. Und Man of Medan, also das ist aus der The Dark Pictures Anthology, oh Gott, ich bin Englisch, der Serie. Anthology, ja genau, aus der Serie, aus der Anthologie The Dark Pictures, also ist eine Serie eigenständiger filmreifer Horrorspiele mit verzweigter Erzählweise und Mehrspielermodus. Der Witz an dieser Sache ist, man kann dieses Spiel entweder alleine spielen, was ja ist, man kann es übers Netzwerk spielen, was dann wohl sehr cool sein muss. Deswegen wurde es mir auch empfohlen mit, hey, das lass uns das mal testen. Und man kann das als Couch-Modus zu Hause mit bis zu 5 Freunden spielen. Hat dann dieses, nach dem Ding, reiche den Controller weiter. Und es wird dann auch beschrieben, von wegen mit, okay. Während der eine dann quasi das steuert, erleben die anderen einen Horrorfilm und was weiß ich, und dauert dann 4 bis 5 Stunden. Das kann man an einem Abend schon machen und es wechselt dann immer durch. Aber wenn du jetzt nur zu zweit spielst, ist es ein bisschen doof, weil dann Augen auf bei der Charakterwahl, was du natürlich im Vorfeld nicht weißt. Da kann es schon mal sein, dass der eine eine Dreiviertelstunde spielt, der andere hockt nur nebendran und schaut sich das an. Und das Witzige an dem Spiel ist, dass jede Entscheidung, die du triffst, kann Auswirkungen für dich oder für andere haben. Ziel ist es, diese 5, sie werden im Ende als Kinder wieder bezeichnet, aber es sind mehr so Teenager. Es geht so wirklich in die Richtung 90er Jahre Scream. Auch von den Dialogen her ist es in diese Richtung gehend.
Und alles, was du machst, hat eben Auswirkungen. Und Ziel ist es, dass die eben dieses Geisterschiff, das Grauen an Bord des Geisterschiffs überleben. Ich habe da echt mir was drunter vorgestellt gehabt, von den Erzählungen auch. Habe dann das gestern Abend auf der Couch hier gespielt mit einem Kumpel. Und wir waren beide so, ja, ist schon ganz cool, die Idee ist ganz cool. Die Dialoge sind rotzedämlich. Also das ist The One Land. Ja, genau. Du hast ja vorher The One Land geschaut gehabt, dachte, na, so schlecht sind sie gar nicht. Ja, im Vergleich dazu sind sie sogar noch ganz gut. Ein bisschen, die Charaktere sind überhaupt, haben null Tiefe. Es ist so richtiges Standardgedöns von diesen fünf Freunden. Also ich habe auch manche Charakterentwicklung überhaupt nicht ganz verstanden, was man da einstellen kann. Wenn du dann schaust, so wie sich dein Charakter entwickelt und oh, ist er jetzt selbstbewusster, ist er weiterhin ängstlich. Ich habe nicht verstanden, welche Auswirkungen das insgesamt haben soll. Was mich sehr, sehr geärgert hat, ist der Punkt, wir hatten in einer Situation die Möglichkeit springen, also von einer Planke runterspringen oder dem Monster sich stellen. Und dann haben wir natürlich gedacht, ja komm, dann springen wir da runter und rennen weg. Ja, springen war, lass dich 15 Meter rückwärts eine Planke runterfallen und schlag mit dem Hinterkopf auf. So, und das dann war springen. Kannst du dann irgendwie... Hatten wir nur Save? Vier Charaktere. Ach so. Hast du nicht irgendwie, hast nicht vorher gesaved irgendwie? Und nee, das nächste Highlight war dann, dass wir aus Versehen einen Teil vom Schiff zum Flüchten kaputt gemacht haben, daraufhin noch die Kapitänin getötet haben und dann ist das Spiel abgestürzt. Also wir haben einen Dreifach-Kill quasi gemacht mit dem gesamten Spiel. Und ja, ich habe dann auch mit meiner Bekannten geschrieben, die gesagt hat, hey, lass uns das mal online zocken. Da habe ich gemeint, das kann ich dann ernst sein. Und sie, hä? Online ist es ganz anders. Online weißt du nicht, was die anderen machen. Und wir haben jetzt quasi auf der Couch, siehst du wirklich alle Szenen, aber online steuerst du wirklich wohl nur die eine Person und weißt nicht, was die anderen tun. Und das bringt natürlich einen ganz anderen Drive wieder rein in das Spiel. Okay. Das, was ich jetzt auch noch testen möchte mal, ich weiß nicht, ob ich nochmal 4 oder 5 Stunden Zeit dafür aufbringen kann, aber mal gucken. Es ist an sich eine witzige Idee, Man of Medan. Das Setting ist auch ganz cool. Manche, ja, Schockeffekte sind auch ganz cool. Aber es kommt halt über dieses, ja, ist eigentlich ganz cool, darüber kommst du nicht hinaus. Und dann hast du halt wirklich die Ausschläge nach unten. Du hast mich jetzt bis dahin eigentlich total heiß gemacht hier auf das Spiel. Ich habe schon ich guck grad, was es kostet. Das kostet 30 Euro. Also es kostet 24,95 bei NetGames, ist im Angebot. Bei PlayStation kostet es 29,99, das stimmt. Ja, okay, es gab rund 30 Euro. Also das kann man schon, wenn man jemanden hat, mit dem man es online spielt, denke ich, lohnt sich das auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mal reingucken, weil man kann ja auch sich selber Spielmodis machen. Also wenn ich da schon lese, irgendwelche Tests gelesen habe mit, ja, mach doch einen lustigen Spielmodi. Jedes Mal, wenn einer stirbt, muss man einen kurzen trinken. Nachher wären wir überhaupt nicht betrunken gewesen am Ende. Oder das Rennen drum machen, wer als erster drauf geht und was solche Sachen. Man kann es auch noch anders spielen. Es gibt bestimmt auch noch jede Menge zu entdecken. Und es hat wirklich echt coole Ansätze, coole Ideen. Nur dieser Couch-Modus, ich finde ihn recht mies umgesetzt. Also eigentlich müsstest du, wenn du diesen Couch-Modus machst, sagen, so, jetzt spielt Spieler 1 und der Rest geht jetzt 10 Minuten raus. Problem ist, dann kriegst du natürlich wieder nichts mit von der Story. Dann ist ja auch nicht gerade so ein schöner gesellschaftlicher Event. Ja, das ist das, genau. Und das ist dann völlig, völlig am Sinn vorbei. Deswegen. Also ich werde es nochmal online testen. Wird natürlich jetzt zeitmäßig extrem schwer, weil ich jetzt seit gestern auch NHL 20 habe. Und das kommt zu Fallout 76 dazu. Kommt das vor FIFA raus immer? Okay. Ja, immer. Traditionell. Die guten Spiele kommen vor FIFA. Und und ja, jetzt mal gucken. Wie gesagt, also wenn du es mal reingucken möchtest oder so, wenn du es dir, weil du sagst, boah, Chris, lass uns mal machen, verweigere ich mich dagegen nicht, aber ansonsten von dem Couch-Modus von zu Hause kann ich eher abgehypt. Wenn ich da 5 Stunden habe ich auch nicht online, glaube ich. Ja, das ist online, das Nächste. Nein, man kann es ja auch speichern und später weitermachen. Das ja, aber trotzdem, da ist eh, siehst ja, wie schwierig es schon ist, dass wir uns mal im Fallout treffen. Ja, wenn, dann machst du es 10 Minuten vorm Fußballspiel. Du bist ja auch lustig. Ja, ich lasse doch hier nebenbei dann laufen. Das ist doch nicht kein Thema. Guck, ich konzentriere mich aufs Fußballspiel, kann mich viel mehr aufregen. Ach so, nee, da lieber nicht, weißt du. Okay. Ja, genau. Also nee. Man of Medan. Man of Medan, also keine tolle Empfehlung von dir. Muss man nicht unbedingt meiden, aber ja.
Was war bei mir dabei? Keine 100 Pro Empfehlung. Ach, Crash Bandicoot war noch, war mit dabei, als ich gekauft habe, diese Sammlung. Das hatte ich damals auch auf der PlayStation 1, haben sie es nochmal neu gemacht und so aufpoliert. Hat Spaß gemacht, ja. Ja gut, liebe Hörer, falls ihr da Tipps habt, was ich unbedingt haben sollte auf der PlayStation 4, dann sagt mir Bescheid. Dann schreibt es in die Kommentare oder lasst es mich irgendwie wissen. Und okay, dann sind wir bei den Bereichen hier durch. Und ja, der Support-Bereich, ich werde ihn hier mal in unserem Dokument umbenennen. Support-Bereich. Ich habe an die Leute, die uns gerne supporten möchten, habe ich jetzt auch mal tatsächlich schon angefangen. Ist allerdings noch nicht fertig, aber man kann schon mal reingucken. Bei Danke für eure Unterstützung ist jetzt schon Amazon rausgeflogen. Stattdessen gibt es Patreon und Flatter. Flatter ist an sich wahrscheinlich noch nicht tot. Also ich habe plötzlich, ich habe mich da mal eingeloggt, sehe ich, ach, das haben sie jetzt ganz nett gemacht und so. Und da kann man hier auch so contributen und so. Ich weiß allerdings nicht so recht wie. Ich habe das auch mal mit eingebunden oben in die Seite. Und also falls jemand Flatter noch nutzt, da kann er mal hier das mit dem Kinocast mal flattern. Falls nicht, ist halt ein Angebot. Ansonsten das, worüber wir, denke ich mal, das meiste dann abfahren werden, ist das Thema Patreon. Das wird ja eigentlich von vielen Podcasts genutzt und hier werde ich mal noch so verschiedene Stufen einrichten. Da kann man ja sagen, okay, mit irgendwie 1 Euro im Monat und 2 und 3 und 5 oder sowas im Monat kann man uns dann sponsoren, wenn man möchte. Und genau, ja, das ist aber jetzt noch nicht ganz fertig. Da muss ich mir noch, ich brauche da noch irgendwie so witzige Bezeichnungen für die Stufen und so. Bei anderen Podcasts habe ich das gesehen, hier bei Rund um den Brustring, die haben da was weiß ich, Timo Hildebrand-Stufe und Kakao-Stufe und so. Mal gucken, was wir da bei uns so machen. Genau, und dann könnt ihr das dann nutzen. Aber wartet da noch einen kleinen Moment, bis es dann richtig fertig online ist. Es gibt zwar jetzt auch irgendwie Become a Patreon, aber dann muss man, glaube ich, selber einen Betrag irgendwie eingeben oder Choose What You Pay steht hier, wenn ich draufklicke. Also da könnt ihr mal noch abwarten, bis es dann richtig online ist. Vielleicht bis zur nächsten Sendung dann. Ansonsten, wir hatten ja letzte Woche ein Blu-ray-Gewinnspiel losgetreten und ich dachte mir so, naja, mal gucken hier nach der Sommerpause, wer überhaupt hier die Sendung hört und da mitmacht. Ich war dermaßen überrascht, wie viele da mitgemacht haben. Also es haben jetzt schon sehr, sehr, sehr viele mitgemacht, also wesentlich mehr als ich rechne. Ich gucke mal kurz, ob wir jetzt schon über 100 sind. Wir waren knapp unter 100 Leuten, die mitgemacht hatten bei dem Gewinnspiel. Na, wir sind noch knapp drunter. Also ihr könnt da noch mitmachen. Es haben, soweit wie ich das sehe, ich habe ja diesmal kein Multiple Choice gemacht, sondern ein freies Eingabefeld. Also man muss da schon ein bisschen überlegen. Die Frage ist ja, wer bei Spider-Man Homecoming, welchen Superhelden hat der Schauspieler schon mal gespielt, der bei Spider-Man Homecoming den Bösewicht spielt? Also man muss da schon ein bisschen nachdenken und so. Haben aber viele gemacht und bis jetzt haben es, na, ich sag mal nicht, ob es alle richtig haben, aber viele haben es richtig, sagen wir so. Und da könnt ihr immer noch mitmachen, weil es läuft ja bis nächste Woche, glaube ich. Und dann werden wir in der Sendung hier nächste Woche den oder die Gewinnerin dann ziehen. Dann sind wir, denke ich, nur soweit durch heute, oder? Ja. Ja, ihr habt nichts mehr. Dann, ja. Nichts mehr, nö. Dann schauen wir, was uns morgen in der Sneak erwartet und was wir sonst noch so für Filme anschauen in der kommenden Woche. Ich habe da auch noch einen Film geplant, den ich mal nachholen wollte auf Blu-ray. Genauso wie der Goldene Handschuh. Mal gucken, was da kommt. Und mal schauen, was für neue Serien da so bei uns reingespült werden. Ich muss ja für Fortsetzung folgt auch noch irgendwas anderes gucken. Ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, was die anderen zwei sind, die wir vorstellen. Vielleicht ist da auch noch was dabei, worüber wir nächste Woche sprechen können. Ansonsten euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Hörer. Gerne. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Und kommt gut durch die Woche. Na, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.